It's in your head. In your head. Zahnweh. 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 Das muss rein. Was war das Intro? Das war sein das, Part ist. Das war das Intro. Ja. Okay. Yo Guys, ihr habt gehört, das war das Intro. Willkommen zurück zur heißt das zur oder zum? Nee. Zur Challenge, die Challenge. Ja, okay. Ich habe einen Kaugummi im Mund und mache trotzdem weiter. Was zur Schnäppke? Pokémon Platin Soul Link Randomizer Blind Nuzlocke Challenge. Randomizer Blind Lock. Blind Lock, ja. Blind Lock. Alter, was ist ein Schnäppke? Schnäppke ist richtiger Müll. Und von welchem? Eis. Eis, das heißt, ich kann mit Feuer angreifen. Hab ich aber nicht! Mit was kann ich noch angreifen? Oh, Louis ist ein bisschen gebumst. Im letzten Part, was haben wir eigentlich im letzten Part gemacht, Rack, bei deinem Part? Wir haben versucht, einen Arktos zu fangen. Ich hab sie geschafft! Alter, ich hätte Neptun kriegen können. RIP. Okay, warte, ich gehe in die Höhle und krieg meinen Encounter. Da ist Eis nicht sehr effektiv, ne? Drache ist neutral gegen Eis-Pokémon. Okay, ich hol einfach Maschine rein. Kann jetzt man kommt, riskieren. Kommt, diese Attacke kann ich nicht mehr sehen. Ich habe einen Aids darauf. Pulverschnee? Ja. Ja, Crit! Junge! Ah, jetzt habe ich einen Encounter, Alter. Ja, Feuer wurde ein bisschen Feuer. Ey, das kann nicht sein. Was denn? Du kämpfst gerade gegen Schnäppke, ne? Ich hab den als Encounter. So, jetzt sind vielleicht manche Leute noch mehr verwirrt, weil es sie ja verwirrt, zwei Screens zu sehen. Wer ist denn da bitte verwirrt? Und da jetzt noch dasselbe Pokémon zu sehen, das geht gar nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Aber ich kann es nicht schwächen, Alter. Ich werfe einfach mal. Das wird ja immer besser. Jetzt kommt Skorgler als Gegner. Episch. Ist der Kampf Gestein oder was ist das? Oh, denn? Junge. Nee, Flug. Boden. Flugboden. Flugboden. Oh, er setzt Pulverschnee ein. Bitte freeze mich mal. Komm, freeze, Alter. Warte. Oh, das ist der. Die Pflanze war sehr effektiv gegen Boden, ne? Ja. Ich dann glaube, ich muss einmal eine Attacke einsetzen. Aber ich setze mal Aquaknarre ein. Das ist ja. Das wird ja resistet wegen den Flugtypen. Rack, dein Encounter ist weg. Wenn das gleich irgendwas Geiles ist. Kann ich mit Bushi rein, das ist normal effektiv dann, ne? Bushi. Ja, kannst du machen. Bodenattacken werden halt resistet, ne? Okay, ja. Hauptsache Bushi passiert nichts. Dürfte eigentlich nichts passieren, außer irgendwie Aeroass oder so. Glaube ich nicht, dass er was hat. Nee, glaube ich auch nicht. Hast du denn Aeroass? Nein. Der Typ ist ja auch nur auf Level 6. Ja, ich hab nix, nee. So, ich mach mal Finte, weil das ja schon mal Resist gecrittet hat, im Moment. Schnäppke ist eben Müll gewesen, also alles gut. Wo es gar nicht gepasst hat. Natürlich, so, weil er macht Giftstachel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist es cool. Sehr effektiv, aber es zieht nichts ab. Ei! Ja, passiert. Vergiftet, leck mich am Arsch. Ein Banette hat der Junge? Alter, leck mich! Banette ist ultra. Ey, wenn er jetzt Verfolgung hat, ne, dann bin ich tot. Please, no way. Danke. Ich glaube, der kann nämlich Verfolgung, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Bushi ist Level 10. Ich muss den Kaugummi raus tun, das ist voll unprofessionell. Nachtnebel? Der Junge ist ja richtig am Tryharden. Nur leider bringt ihm das nix, Alter. Aquaknarre. Step von einem Busfahrer, Alter. Ein Busfahrer, ihr wisst. Ihr wisst Bescheid. Der ist mit Palki gedingelt, Alter. Ja, der macht nix, Alter. Banette, geh mal nach Hause. Tschüss. Kannst dich von deinem Leben verabschieden? My friend. Ich bin zwar jetzt auf minus 2, aber. Ich hab nur Paraheiler, Mann. Bushi ist vergiftet, scheiße. Luis und. Der Junge ist. Nicht, dass Sammy durch Gift wegstirbt, ne? Bushi? Ich glaube, hier ist das. Oh, warte, was passiert, wenn ein Pokémon außerhalb des Kampfes stirbt? Das ist dann auch tot, ne? Ja, aber hier ist das, glaube ich, so, dass er auf ein KP zurückgeht. Wenn du sicher gehen willst, dann. Ich bin beim Pokécenter. Ja, okay, dann ist alles gut. Ja, Platscher kann weg. Whirlpool ist jetzt zwar nicht die beste Attacke, aber. Okay, chillig. Ja, Whirlpool, boah, nee, ist Müll. Ist leider Trash. Ein Schlupfweg. Cool. Ey, ich bin gleich bei der Höhle und nur wenn du Scheiße gemacht hast. Ja, ich konnte den nicht schwächen. Ich hab's probiert, aber dann ist er abgenippelt. Weil meine sind viel zu hoch gelevelt. Wir brauchen jetzt einen Encounter bei der Wiese. Gleich da hinten.
Alter Vater. Ah, irgendwie ja, ich bin noch nicht mal bei der Höhle. Warte mal, Alter. Ja, chill. Ich bin auch nur erst beim ersten Trainer. Der Trainer hat angekündigt, er wird mich mit seinem Shinux fertig machen. Ja, ich kann nichts gegen Schluckwäsch machen, Alter. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Sneebel. Oh! Ja? Sneebel ist super gefährlich. Was soll ich denn, von welchem Typ denn? Was soll ich denn? Eis und Licht. Eis? Boah, schade. Da kann ich mit Palkia rein eigentlich. Ja, musst aber aufpassen, weil... Der ist ja Wasserdrache. Ja, das stimmt, aber neutral wird der mit Eisattacken neutral getroffen. Und Junge, wenn der einen Eiszapfhagel hat, dann bist du tot. Weil ich will jetzt hier nicht die Angst machen oder so, aber Sneebel und Sneebuna, das sind solche Motherfucker im Game. Ja, aber Sneebel auf 8. Dennoch, Junge, das ist das schnellste, nicht entwickelste Pokémon, ey. Das Ding und das Steine, schaut richtig rein. Steini... Also mit Stolunior. Nee, das ist wahrscheinlich zu niedrig gelevelt, würde ich nicht riskieren. Ja, 7 gegen 8. Nee, nicht mit Stein hier rein. Auf gar keinen Fall. Geh mit Palkia rein. Der Palkia Junge jetzt, tankt zwar nicht. Volle KP hat Palkia. Palkia ist ja, das tankt auf dem gleichen Level. Oh. Ja, aber der. Ja, okay. Das Ding tankt umsonst nicht viel. Umsonst Schiss gehabt. Wieso? Kratzer und Ruckzuckkick macht er. Okay. Sowas macht er jetzt schon. Er ist halt zweiten auf 8, Trainer. Ja. Ja, trotzdem. Und Palkia auf 8 hat auch Feuer. Also, wenn ich einen Sneebuna als Encounter kriegen, Junge, ich würde mich einen Arsch abfreuen. Ja, wiederum. Oh, ein Arbok, ich finde Arbok so cool. Sein, aber der macht auch viel Schaden, er ist okay von so einem Dreck. Oh, ein Arbok okay. Hätte ich schon gern gehabt. Sneebel ist down. Also lieber als so ein Müll wie Schnäppke. Oh Mann, ich brauche was Gutes. Oh, Stein hier lernt endlich Lehmschelle. Aber ich kann einfach nicht raus, ey. Also ich bräuchte mal langsam eine Bodenattacke, das wäre richtig episch. Busfahrer macht hier echt gerade Work, das ist ein bisschen ekelhaft. Ah nee, ich möchte jetzt nicht den Walzer Müll riskieren, ich ist ja auf einmal dann so. Guillotine bam, bam, ba, 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 da, dam, 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 lol. Ah, von Knackrack hätte ich jetzt sehr Angst. Und, bist du schon in der Höhle, Junge? Oh, Giftpuder! Rack! Was ist denn mit dem Jungen los? Nee, ich bin beim zweiten, dritten Trainer. Also dieser Junge nach der Treppe, da bin ich gerade. Schlafpuder? Die ist ja noch ekelhafter. Ja, Giftpuder kann wieder gehen. Schlafpuder ist episch. Ey, entwickelt der Junge sich jetzt, Alter? Luis? Come on, Bro! Oh, Luis ist ja geil. Also ich finde Bisasame so geil. Ja, ich finde Bisaflor auch cool, aber es gibt bessere Starter. Ah, schade. Nicht entwickelt. Aber okay. Das ist lächerlich. Wir wären Sichlor gewesen. Scherox kannst du halt leider nicht machen. Oh, Gott. Warte, Machst du Pflanze ist nicht sehr effektiv gegen Stolunio, ne? Neutral. Okay, weil ich habe halt versucht zu flüchten, aber es scheitert schon wieder. Aber der Typ ist ja auch Käferflug, ne? Boah, der macht Energiefokus, soll ich wieder versuchen zu flüchten? Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Soll ich mit Palkia rein, falls was passiert? Ja, am sichersten ist jetzt zu Palkia zu gehen, außer er hat richtig Aber der Schaden. Hat nur noch 20 von 35. Nein, dann nicht. Ja, dann bleibe ich mit Stolunio drin. Aber es muss doch möglich sein, hier zu flüchten. Alter, wenn du Luis jetzt tötest. Nein! Halt die Fresse. Oh Gott, der hat Vakuumwelle gemacht, aber es hat nur die Hälfte gezogen. Der Junge hat Vakuumwelle? Ja. Ich liebe diese Attacke. Das ist... Was soll ich machen? Ich kann einfach zu Bushi rein. Ich kann doch einfach... Nein, bist du doof? Vakuumwelle trifft das Ding sehr effektiv. Wir sind doch beide Pflanze. Ja, aber Vakuumwelle ist vom Typ Kampf. Ach so, ja. Du musst eigentlich zur Maschine, ja. Und du musst auch heilen danach, also dein Pokémon. Ja. Boah, war cool. Junge. Ich gehe schon mal... Ah, nee, ich will jetzt keinen Encounter da direkt holen. Na, ich muss aber. Ich gehe mal... Ob ich jetzt bei diesem scheiß Sichlo heilen muss. Ich bin jetzt beim Encounter im Gras oben. Schon. Ich kill den gleich einfach, wenn ich... Legi-Musik? Keine Legi-Musik, aber ist Legi.
Was denn? Die Oxis! Oh! Oh! Ich kann es nicht schwächen, Junge! Ich kann es nicht schwächen! Scheiß Dioxis! Ey, ich kann es nicht schwächen, ne? Ich hab ein Scheiße! Problem. Ich kann es nicht schwächen! Ich muss es ja gleich auch noch fangen. Warte mal auf mich, Mann! Mach mal irgendeine andere Kacke! Ja, jetzt muss ich. Ich bin jetzt hier im Kampf. Jetzt habe ich ein Problem. Tank Louis ein Hit. Aber mit Louis kann ich. Ich muss es einschlafen lassen, ja. Louis, du musst jetzt einen Hit tanken und schneller sein. Du bist schneller. Jo, nein! Ey, ab, ja, so, ja, von ja. Welchem, von welchem Typ ist er? Ja. Ja. Geil, fang diese Scheiße. Welcher Typ ist Absol? Unlicht. Oh Gott, Unlicht. Ja, muss ich mit Palkia. Ja. Wenn du jetzt krittest, ne, Louis, wenn du jetzt krittest, ich lasse dich freiwillig frei. Nein. Oh mein Gott. Ich muss noch einmal machen. Ein Tackle muss ich machen. Rack. Wenn du Deoxys, das kann ja, ist es ja auch noch nicht entschieden, was mein, was bei mir da ja, ist. Ja, aber dennoch. Ich muss jetzt, wenn er jetzt krittet. Flinkklaue ist cool, aber... Wehe, du krittest. Du Wichser! Du Nein! Wichser! Oh, nein! Mann! Nein! Warum krittest du Wichser? Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Das vierte Legi flutscht durch die Finger! Nein! 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 Scheiße! Nein! Das ist das krasseste Rage-Projekt ever. Mann, ey. Er krittet ihn einfach. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Scheiße! Ich hasse Pokémon, Alter. Jetzt weißt du, dass ich nichts dafür konnte, als ich auch gekrittet habe. Fucking Deoxys, Mann. Nocturnes Kampf, ne? Ja. Also mit Palkia am besten. Ja. Das ist doch... Nee, ich gehe jetzt hier weg und komme nie wieder zurück. Ja, wir müssen hier weitermachen. Ey, das kann doch nicht angehen. Okay, wir haben den Vertrag. Ah, scheiße, sonst zahlen die uns kein Geld. Ey, wirklich. Arctos wäre drin gewesen. Deoxys wäre drin gewesen. Deoxys war sogar am Schlafen, Junge. Diese Wahrscheinlichkeit war so gut. Ist so und dann sag ich noch, wenn er jetzt krittet. Lächerlich! Und dann krittet er! Mann! Boah, ich glaube, wenn dieser Samen, Alter. Ich würde alles kaputt machen, glaube ich. Ich würde einfach alles kaputt machen. Ich kann's nicht. Ich wäre einfach so on rage. Ich bin so sauer. Warum hat der so schwache Pokémon? Die sind alle auf Level 4, Mann. Ich bin so sauer, Alter. Du bist so richtig. Ich bin richtig ich sauer. So, bitte schrei jetzt nicht rum. Man hört einfach nur die übersteuerte Scheiße. So, nein. Maschine in der Abfallquelle. Cool. Oh. Ich hab hier noch. Ich sehe jetzt gerade noch hier ein Slimog. Slimog wäre auch cool, aber. Alter, von welchem fucking Deoxys? Von welchem Typ ist denn Kangama? Normal. Meine Stimme ist gerade ein bisschen RIP. Er schreit seines Alter. Lebens. Nee, das war lächerlich. Bitte critte nicht! Nein! Nein! Und Formio ist auch noch hier, ey. Ah, nee, aber nicht so ein Scheiß. Also, wir haben noch einen Encounter in dieser Höhle, du weißt das. Junge, wir haben 3 Pokémon! Ja. Das Alter. Ist langsam ein bisschen wenig, weil es kommt die erste Arena. Ja. Von den Leveln her habe ich da gar kein Bedenken. Ich bin jetzt in der Wiese, ne? Ich will jetzt hier die ganze Zeit zurück. Es kommen 5 Millionen Encounter und nicht einmal wieder Deoxys. Wie viel Luck hatte ich? Und dann. Der war am Schlafen. Der war am... Alter, Schlafbruder ist so gut. Und oh, er war am Schlafen, Junge. Hätte er nicht gekrittet, wäre im roten Bereich. Er hätte nicht besser laufen können. Spast. Och, Mann. Dieser Samen, Alter. Bist du geistig irgendwie komplett zurückgeblieben? Alter. Was los mit dem? Dieses Legi-Pech, weißt du, erstmal, wie wahrscheinlich ist es, dass wir in den ersten 4 Parts 4-5 Legis bekommen und wir fangen einen? Ja gut,
Arktos okay, war schon, natürlich, ja, natürlich, geil, okay, dass wir Palkia haben. Arktos war ärgerlich. Die und Jungs, Shaman, ich bin noch bei einem Mew vorbeigelaufen. Warum ist es einfach mal wo so ich Stor Junior gefangen habe. Fuck. Ja. Dass du das andere Ding weggekrittet hast und ich das Ding nicht bekommen konnte, war ein bisschen sad, aber... No. Ist okay. So, aber ich bin jetzt in der Höhle und du hast es ja getötet. Und was war da? Du bist Alter? Jetzt ist in der Höhle? Ja. Ich bin, was soll ich denn jetzt schon machen? Ja, ich muss ja jetzt... rede mit den Leuten, keine Ahnung. Mach irgendwas Interessantes. Ja, ich gehe weiter. So, ich hole den Pokéball am Start. Geh schon mal in die Mine, da gibt's auch. Ja, noch ja, einen genau, Encounter. Ja, da bin ich jetzt. Ey, du bist einfach drei Encounter weit. Ja. Vor allem, Leute, naja, ist es ja blind, ne? So, mein Encounter wäre gewesen. Was ist es? Nein! Was ist es? Ich geh weg und komme nie wieder zurück! Was mache? Ey, verdammt, Zügel! Ja, okay. Aber es ist nicht so stark. Es ist eine einzelne Entwicklung. Mannflug wäre so geil. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aerodactyl. Voltoball hat der Junge. Okay, cool. Okay, meine Mutter telefoniert gerade. Sonst kommt noch die Zeit, wenn du so rumschreibst. Alter, da krieg ich gerade Schlaf, Bruder. Und dann WTF, du kritisst. Dein fucking Ernst, Mann. Oh, ich kotze im Strahl, das kann nicht sein. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir so Legis kriegen und dann auf einmal so, yo, RIP. Bei Flug kann ich auch mit Feuerrotem angreifen. Oh, oh. Was denn? Er hat gerade eine böse Attacke eingesetzt. Wenn er jetzt Finale hat, dann wird Vanessa sterben. Nee, das gehe ich nicht ein, das Risiko. Warte, was kann ich am besten gegen Aerodactyl mit Maschine, soll ich rein? Aerodactyl? Kannst du mit allem was ach nee, machen. Das ist ja kein Trainer, ich kann ja einfach flüchten, ich Idiot. Ja, okay. Warte, ich bin mit Stolunio drin, da passiert nichts, ne? Nicht direkt, nee. Aber ich gehe, der hat nur die Hälfte kaputt, ich bin in die Maschine rein. Superschall ist mega, Ultraschall ist super kacke. Oh, Mann, was ist heute wieder los? Das ist echt so. Der macht Superschall, aber geht daneben. Ah, Junge. Entkommen. Dieses Voltoball hat mir mehr Probleme gemacht, als ich gedacht habe. Aber Aerodactyl, das wäre ein gutes Flug. Das ist gut. Oh Junge, der ist schon auf Level 15. Ey, die okay, Arena jetzt kann man natürlich sagen, okay. Ach, das ist lächerlich. Okay, das hätte ich nicht sagen dürfen, ey. Regieis. Wo? Oh. Als Gegner. Oh. Oh. Aber das sollte eigentlich mit Feuerroden auch funktionieren, ne? Pass auf, der Junge kann Explosion, ne? Oh, stimmt. Ah, wenn der... Alter, wenn er jetzt das Ding umbringt, wenn er Palkia tötet, ne? Dann setze ich einen extraen Trank ein, dann sollte Explosion ihn eigentlich nicht killen. Kann Explosion. Okay, ich hab den Encounter der Höhle. Ja, kann, ne? Oh! Ja! Ja! Was? Mew! Alter! Noch ein Legi, noch eins! Weißt du, und wie, du kriegst den Hurensohn jetzt wieder? Aber warte, der ist. Oh, er setzt Wandler ein! Oh! Dann weiß ich gar nicht, ob Mew so gut ist. Oh, yes! Was? Yes, Regieis! Du hast doch keine Beere! Der Junge hat eine Brunusbeere! Yes, Mann, Regieis ist paralysiert! Bitte kill ihn! Warte, was soll ich machen? Soll ich mich heilen? Ja, ich heile nicht. Weil wenn er kann nichts machen. Ich mir das niemals verzeihen. Was? Warte. Ich muss hier jetzt aufpassen. Ja, ja. Was ist mit Regieis? Regieis ist paralysiert! Warte, geht jetzt Schlaf, Bruder? Ich will mal wissen. Ja, es funktioniert. Okay, cool. Yes, er greift wieder nicht an. Alter, Mew ist cool. Das Problem ist, der Junge, er lernt halt nicht so Attacken, ne? Der kann halt nur Wandler. Kann er nicht so, kann Mew nicht alles erlernen? Ja, ja, eigentlich. Nein, Regieis ist nicht tot, aber er kommt nicht durch. Aber Wandler? Bitte kill. Bitte kill. Okay. Bitte kill. Mew wäre zwar cool. Ja. Und? Alter. Ich. Aber Mew, das musst du fangen. Ja. Weiß ja nicht, was bei mir kommt. Ja, eben. Also Aerodactyl hätte ich echt gerne gehabt, muss ich sagen. Quaputzi. Egelsamen hat keine Wirkung. Gut. Okay, wieder Schlaf. Quaputzi Bruder. Ist Wasser, ne? Ja. Quaputzi ist Wasser, ja. Ist die Vorentwicklung von Quappo, glaube ich. Nee, von Quappo ist die letzte. Nee, meine ich ja die Vorentwicklung. Ach so, ja, ja, klar. Okay. Also mit Pokémon Blau habe ich gespielt. Damit kenne ich mich schon aus hier. So dumm bin ich jetzt auch nicht. Und nicht mal ein Crit dürfte jetzt reichen. Okay.
Er ist im gelben Bereich. Ich könnte noch einmal tackeln, aber ich. Nee. Er pennt jetzt. Boah, Leute, ich bin so ein Anfänger und noch nicht gestorben. Junge, du hast einen Park, ja. Ja, okay. Alter, die Hoaxes wäre cooler gewesen. Warte, eins? Alter, Junge. Fast Doppellevel für Bushi. Boah, wir China, Alter. Alter, ich will Mew haben. Ja, fang den! Ja. Du weißt ja nicht, was bei mir kommt. Ich fang den jetzt auch natürlich. Ich versuch's. Eins, zwei, drei! Ja, komm. Nein! Du Hurensohn! Er ist Wurmpel ist Käfer, ne? Wurmpel, ja. Was kann man gegen Käfer machen? Feuerflug. Ach nee, Feuerflug. Ich. Ja, so ein Käfer verbrennen. Genau. Gestein geht auch. Boden nicht, ne? Ah, Louis trifft wieder. Alter! Das ist zwar cool, aber ich hätte einen Deoxys lieber als einen Mew. Auf jeden Fall. Ja klar. Ach, du bist... Boah, Crits sind so... Warum crittet die Spuß? Vor allem, der crittet nie im Kampf, aber wenn es mal gerade nicht hilfreich ist... Ja, gerade noch... Ich hab's sogar... Das war bei mir auch Junge. So mit Bushi. Hat er dir den Shenmue da weggekrittet? Ja! Yes! Junge, Mew ist geil, aber Mew ist mega ne? Epic. Nein, Mew nicht. Aber wenn der echt alles lernen kann, wird das später sehr gut. Ich guck ja, das mal nach. Psychokinese halt. Ja, Psychokinese Step, Mew fickt euch alle. Ich hab Mew! Ich bin in Erzlingen jetzt. Okay, gut. Wir haben nur 21 Minuten, also ich kann jetzt zum Encounter hoch, ne? Ja. Oben den hat. Das war ja Deoxys. Da war's gut. Nein, da war ich ja. Da war ja Deoxys. Ja, ich will nur gucken, was ich gehabt hätte. Wie nenne ich denn, wenn da was Gutes ist? Ich bringe dich um, ne? Ich hätte es ja selber gern gehabt, Junge. Ja, aber. Fick dich, Alter. Scheiß Bisasam, ey. Wenn da jetzt. Wie nenne ich Mew, Alter? Der braucht jetzt einen guten Namen. Nee, Mew ist gut gewesen, ey. Nee, wegen Deoxys. Kann Mew nichts für. Ja, einfach die Wut an Mew rauslassen. Hat jemand ein Signature? Mew? Nö, nicht, dass ich wüsste. Also wir könnten gleich 4 Pokémon haben. Das wäre schon mal schön, dass wir vielleicht mal mehr als die Hälfte. Wenn du den jetzt tötest, ich hasse dich noch mehr. Nee, ich geh erstmal hoch. Ja, erstmal hoch. Aber wenn du den anderen Encounter umbringst, dann hasse ich dich noch mehr, weil ich das jetzt safe hab. Alter, warte. Ja. Safe hast du es nicht. Schreib's noch nicht auf, wie bei Neptun. Ja, Neptun musste ich wegstreichen, auf. Ja. Schreib's nicht auf. Nee, mach ich auch nicht. Ah, irgendein Girly-Name, weil der Junge... Bandage Girl, nee. irgendwas, was ist pink? Kirby? Boah, ich hab aber nur 6 Pokébälle, ne? Oh, Junge, nein. Das sollte reichen. Wenn das nicht reicht. Ich geh erstmal hoch, ich fang's ja eh nicht. Ja, warte. Aber ich sag nur, ich bring dich um. Wo ist das? Oben. Route 207? Ja. So, was wär's gewesen? Okay, schon mal kein Legi, also keine Legi-Musik. Ja, okay. Mantirps, also halt, ne? Geh in die Höhle. Mantirps, aber kann ich mitleben? Ich nenne Mew einfach mal Selina. Warte, Wasser ist sehr effektiv gegen Stolunior, ne? Ja. Okay, dann gehe ich mal mit Maschine rein. Ich guck mir jetzt mal die Stats von Selina an. Wovon? Ein hartes Wesen! So wie ich. Übel. Synchro, ey, cool. Und er hat Fund, wenigstens etwas. Warte, kann ich ein physisches Mew spielen? Ich hab ein hartes Wesen, das ist ultra sick. Aber macht ich gehe jetzt nach unten mit 6 Pokebällen. Geh nach unten. Sag mir, was da ist. Ich guck mal wegen Mew, was der so macht. Mew. Scheiße ist, die ich nicht fange, ne? Junge, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay, ich kann es damit leben, dass ich halt dieses Mantirps nicht bekomme. Ja. Jetzt. Komm schon. Ich geh runter. Ich bin drin. Ja. Bitte kein Legi, weil sonst reichen so viele Pokebälle nicht. Was ist das denn? Lol. Gastrodon. Oh! Gastrodon ist richtig gut. Okay. Gastrodon ist Wasserboden. Wasserboden. Greif ihn nicht mit einer Pflanzenattacke an. Ich greife mit Finn, aber warte. Das Ding ist, das tankt ein bisschen was. Finn überlebt der locker. Kommt drauf an, kommt aufs Level an. Stimmt. Soll ich Lebensschelle? Ja, Spam Lebensschelle. Der dürfte dir nichts machen können. Oder Tackle. Ja, nicht, dass ja, ich mit Lebensschelle umbringe. Nein, Lebensschelle. Okay, Stolunior, Lebensschelle. Nein, bist du mit Stolunior drin? Ja.
Er ist Wasserboden, Junge! Oh, stimmt. Ja. Ja, er hat nur Härtner gemacht. Ich gehe mit Bushi rein, alles gut. Das war ein Herzinfarkt. Ich hab einen halben Herzinfarkt. An dem Stelle hat nichts gezogen, aber mit Finte anzugreifen ist zu riskant. Ja, natürlich ist das zu riskant. Ich hab ihn jetzt schon ein bisschen was gezogen, ne? Ey, wenn ich ihn gleich critte. Junge, nein, Finte reicht. Oder Rasierblatt. Rasierblatt ist vielfach effektiv, das machst du nicht. Oh, Wirbel, Attackenlehrer, Wirbel, das ist gut. Soll ich echt Finte machen? Nein! Ja, was soll ich sonst machen? Hast du, warte mal, was hast du für eine Attacke? Guck erstmal, ob der überhaupt eine Bodenattacke hat. Ja, der hat Lehmschelle gemacht und Härtner. Wie viel hast du mit Steini gezogen? 1/32 oder so. Ganz, ganz wenig. Und welches Level ist er und welches du? Ich bin 6, Bushi ist 11 und Stalunio ist 10. Ja, eben. Was soll ich machen? Warte, ich kann mit Maschine rein und Aquawelle einsetzen. Das kann er jetzt. Das ist Stab, Junge. Warte, guck mal, wie viel Stärke Feuer-Odem hat. Und Feuer-Odem. Feuer-Odem ist nicht so stark wie Aquawelle. Aquawelle ist stärker. Feuer-Odem hat Stärke 60. Oh Gott, speziell. Welches Level bist du mit Maschine? Ja, 11. Und er ist 6. Der ist 6. Den kenn ich locker mit Feuer-Odem. Und was hast du noch für Attacken? Ja, Aquawelle und halt Grimasse. Und Aquawelle hat auch 6 und er ist ja vom Typ Wasser, aber halt auch Boden. Deswegen ist es neutral. Ja, mach, was du für richtig hältst. Ja, dann geh lieber zu Bushi. Ich bin mit Bushi schon drin. Ja, dann musst du Finte machen. Ich kann ja auch... Nein, Finte killt. Finte killt. Ich kann, warte, ich kann mit, Ich zitter gerade ohne Witz. Ich kann mit, Maschine rein und ganze Zeit Grimasse spammen, um zu gucken, ob er eine Wasserattacke hat. Ja, mach das. Wenn er keine Wasserattacke hat, gehe ich mit Stolunio rein und mach Lebensstelle oder halt Deckel. Ja, mach dann Lebensstelle, weil dann kann er dich nicht treffen. Nee, ich überlege, weil ich gehe erstmal mit Maschine rein und mach sowas wie Grimasse. Mhm. Um zu gucken, ob er Wasserattacken hat, weil das ist riskant. Ja, natürlich ist es so riskant. Ich will dieses Ding jetzt auch irgendwie haben. Weil du dann Mew hast. Ja. Mew. Oh nein, er hat Aquawelle. Egal. Da kann ich mit Stolunio nicht rein. Nee. Boah, soll ich mal Aquawelle ansetzen? Nee, Feuer-Odem. Aquawelle ist stärker. Mach! Nee, beides ist 60. Ja, genau, aber... Scheiße! Was soll ich mit... Warte, wie viel hat denn Finte? 60. Jetzt habe ich beinahe Aquawelle ausgewählt, ne? Ich dachte, ich wäre auf zurück. Warte. Ich wollte gerade A drücken. Guck mal den Angriffsunterschied. Wie viel Angriff hat Bushi? 60. 60 Angriffsschaden. Also, nee, Finte ist 60. Ja, aber von den Werten her. Was für ein Angriff? Bushi hat Angriff 29. Ja. Und Maschine wahrscheinlich mehr. Klar, aber. 36, ja. Dann geh zu Bushi und drück einmal. Eben, weil Finte hat auch 60. Ja, musst du einmal machen. Ich switch hier hin und her. Okay. Wenn er nicht crittet. Ich sehe gerade, Mew ist nicht wirklich gut. Oh nein. Okay, nee, alles gut. Mega-Hieb halt er halt auf Level 10. Okay, mach. Aber ich brauch diese Attackenlehrer, ne? Ach hier. Mew kann in. Jeder Jenny, jede TM. Oh, er lebt noch. Ja, geil! Jede TM und VM lernt. Warte, er macht Härtner, das ist gut. Ja, perfekt. Du werf die Scheißbälle jetzt. Er hat schon zweimal Härtner gemacht. Okay, ich werf Bälle. Okay, Attackenlehrer. Wo gibt's die Attackenlehrer? Aber er hat nicht so viel KP verloren. Also viel weniger, als ich dachte. Er hat doch ein bisschen weniger als die Hälfte jetzt. Ich schmeiß einfach. Ich heule gleich, ey. Meine Fresse. 2. 3! Nein! Nein! Aber der scheint nicht so schwer zu fangen zu sein. Also schon mal besser als Arctos bis jetzt. Ja, Selina werde ich noch nicht Minuten. Ja, ist egal. Machen wir in deinem Part einen. Scheiße, wieder nicht drin. Ich habe noch 4 Bälle. Oh Junge, bitte. Bitte. Soll ich noch einmal Finte machen? Bitte. Nein, halt die Fresse, Junge!
Wie viel Schaden hast du denn damit gemacht? Ja, nicht so viel. Was heißt nicht so viel? Ist er bei der Hälfte Leben schon? Ein bisschen weniger, er geht nicht rein. Er geht nicht rein, ich habe nur noch 3 Bälle. Warte mal, du hast ein bisschen weniger. Nein, guck mal, er hatte so fast voll, ne? Ja. So ein kleines Ding weg. Jetzt habe ich Finte eingesetzt, jetzt hat er noch so ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich glaube, Finte killt ihn. Finte killt ihn. Noch 3 Pokebälle. Nein! Nein! Oh Gott. Er ist drin! Ja! Ja! Alter! Selina! Alter, ja! Warum hast du eigentlich Nein gerade gebrüllt? Weil er hat gerade Psi-Welle eingesetzt auf. So, du spielst schon weiter. Ja. Alter, fick dich, ey. Wie nenne ich den? Nerv hier, keine Ahnung. Ich kann hier gerade nicht weg. Gastrodon. Ich mach mal Schlaf, Bruder. Wie soll ich den nennen? Ja, Schneckchen oder so ein Scheiß, Alter. Gastmann. Ach du Kacke. Wer das versteht, ist lustig. Ich bin so tot. Ein Gastmann. Er ist drin. Ich bin kein Fan von diesem Buch. Selina ist da. Wie nennst du das Ding? Gastmann? Gastmann. Schreib mir, sag mal, wie es geschrieben wird. Ja, Gast und Mann. Okay. Gastmann. Ey, das war wieder ein Part. Voller Emotionen. Meine Mutter kam auch rein und meinte, die soll nicht rumschreien. Echt? Ja. Ja, episch. Ich möchte dir ein bisschen sicher gehen. Ach du Kacke. Ich breche hier noch zusammen. Ey, das ist erst Part 4. Ach du Scheiße, leck mich doch am Arsch. Aber wir haben auch 4 Pokémon jetzt wenigstens. Immerhin. Und die sind allesamt eigentlich gut. Okay. Du bräuchtest halt eine Kampfresistance. Im nächsten Part geht's weiter. Lol, tschüss. Hey, das ist mein Part. Das ist mein Part hier. Nee, ich mache jetzt den Kampf noch zu Ende gegen Traunmagil. Warte, was muss man jetzt eigentlich als nächstes machen? Jetzt müssen wir zur Arena. Der Typ ist ja noch unten in dem Scheiß. Ich habe aber ich habe Hoffnung, weil meine Level recht gut sind. Ey Junge, wenn du jetzt irgendwie da stirbst, bitte nicht. In der Arena? Ja, Rack, jetzt pass echt auf. Bis jetzt ist noch niemand gestorben, das ist ganz cool eigentlich. Davor war es aber auch erst noch nicht. Und zwar in der Arena sind... Nee, da sind schon einige gestorben. Ja, in der Arena sind schon einige gestorben. Nee, aber auch davor. Nee, davor ist nur einer gestorben, an Darkrai. Echt? Ja, meine ich ja. Ja. Okay, die sind jetzt noch auf 14 gekommen. Aber wir haben halt... Das Team war halt übel scheiße. Ich hatte ein pures Elektro-Team. Natürlich stirbt da jemand, wenn mal so... Okay, ich würde aber sagen, das war's mit dem Part. Ich bin doch recht froh, aber irgendwie auch... Sehr, sehr salty, weil, Alter, er hat gekrittet. Wäre noch ein Glibunkel gewesen. Glibunkel ist geil. Von welchem Typ? Gift. Okay. Naja, Guys, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Der nächste Part kommt bei Rack, also der Arena-Kampf, also schaltet da auf jeden Fall ein. Haut da rein, macht euch einen schönen Tag, es ist viel zu warm, geht nicht raus. Also einen Moment, ich habe hier noch einen kleinen Dialog, den muss ich zu Ende führen. Okay. So, hab mit dem Arena-Leiter gesprochen. Selina, Alter. Okay, ja, da bin ich jetzt auch. Ich bin ein bisschen weiter schon, aber... Okay, ich würde sagen, das war's jetzt. Haut da rein. Wir sehen uns hoffentlich beim Arena-Kampf. Und... Scheiße. Ciao. Wieder bei einem wilden Pokémon. Ciao. Ist nach Holland abgehauen, aber ein paar haben kassiert. Mut mich auf im Videoblog, sonst wird Schutzgeld von ein paar haben kassiert. Mir egal, was passiert, meine Araber-Mafia rasiert. Wir schlagen ihn behindert.